So, wunderschön, dass wir heute auf Tel Aviv schalten zur Tabea Opliger. Und jetzt, ich habe vier Fragen, die ich Ihnen stelle. Und die erste Frage ist, Tabea, könntest du dich gerade selber vorstellen? Ja, hallo zusammen. Es hat doch noch geklappt, dass ich dabei bin. Zwar nicht physisch, aber wenigstens auf der Leinwand. Ist doch auch etwas. Dank Corona lernt man noch viel Tricks hier und da mit der Technologie. Und jetzt darf ich da sein mit euch. Ich hoffe, ihr spürt mich. Es ist recht schwierig, einfach so ins Leere rauszureden, aber ich gebe mein Bestes und ich glaube, so können wir einfach ein gutes Team werden, wenn ihr mir ein bisschen verzeiht, wenn ich nicht so begeisternd daherkomme. Hey, und jetzt möchte ich mich ganz kurz vorstellen. Tabea Opliger, verheiratet mit dem Matthias Opliger, 3 Kinder, 15, 13 und 10, sie behalten mich auf den Zehen. Oder besser gesagt, fordern mein ganzes Blut. Aber eigentlich, was mich auch sonst noch fordert, ist unser Geschäft, das wir aufbauen, unser Sozialunternehmen Kite Pride in Tel Aviv, Israel. Über das werdet ihr noch ganz einen Haufen erfahren. Aber ich werde noch ganz kurz einfach einen Clip zeigen, wo einfach unsere Arbeit beschreibt, was wir machen, dass ihr das Ganze ein bisschen besser versteht. Von wo ich komme, was wir aufgebaut haben. Und das wird einfach alles, was ich im Weiteren erzähle, wird es einfach ein bisschen klarer machen. Also über zum Clip und dann komme ich wieder. Willkommen bei Kite Pride, dem nachhaltigen Modelabel aus Tel Aviv. Bei uns dreht sich alles darum, echt und relevant die Welt von morgen zu gestalten. All unsere Taschen sind handgefertigt aus robusten, widerstandsfähigen und ultraleichten Materialien, genäht aus gebrauchten Kites, die wir von Kitesurfern rund um den Globus erhalten. Bei uns in Tel Aviv, wie übrigens in den meisten Städten der Welt, nimmt die Ausbeutung von Millionen von Menschen im Sexgewerbe stetig zu. Allein in der israelischen Sexindustrie arbeiten derzeit 14.000 Frauen und Männer. 76% von ihnen wünschen sich, die Branche zu verlassen. Sie fühlen sich jedoch aufgrund von finanzieller Verschuldung, Traumen, Mangel an beruflichen Fähigkeiten und geringer Bildung in ihrem Dasein gefangen. Unser Modelabel Kite Pride bietet ein zweites Leben für Kites und Menschen. Jedes Produkt, das in unserem Social Business hergestellt wird, hat eine einzigartige Geschichte und wird sorgfältig entworfen. Produziert wird in einem sicheren Umfeld mit viel Hingabe und Kompetenz. So setzen wir Menschen frei und fördern sie in ihren Fähigkeiten. Übrigens, Schenken soll Freude bereiten. Für jeden gespendeten Kite hält die Spenderin oder der Spender eine Gratistasche. Durch deinen Kauf und den Gebrauch von Kite Pride Artikeln unterstützt du uns aktiv, Menschen von Zwangsarbeit freizusetzen. Gleichzeitig tust du etwas für die Umwelt und bezeugst dies durch einen stylischen Look. Eine Kite Pride Tasche verändert buchstäblich Leben. Sei auch du Teil dieser Veränderung und besuche uns auf kitepride.com. Merci Tabea. Jetzt, du bist ja direkt, hast du zu tun mit Prostituierten und jetzt die Frage, wie würdest du Menschenhandel definieren? Nach Wikipedia heißt das, Menschenhandel bedeutet, sich einer anderen Person unter Ausnutzung ihrer persönlichen oder wirtschaftlichen Zwangslage oder Hilflosigkeit zu bemächtigen, um sie zu bestimmten Zwecken auszubeuten, etwa zur Prostitution oder bei anderen erzwungenen Tätigkeiten. Menschenhandel gehört inzwischen zu den Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität. Es handelt sich um ein globales Phänomen im Spannungsfeld zwischen strafrechtlicher Verbrechensbekämpfung, Migrationspolitik und Menschenrechtsverletzung. Verlässliche Zahlen zum Ausmaß des nationalen und internationalen Menschenhandels gibt es wegen der vielfältigen Erscheinungsformen unterschiedlichen Erhebungsmethoden und eines großen Dunkelfelds nicht. Das sei ziemlich alles. Also es ist eigentlich die Ausbeutung von Menschen, ein Ausnutzen von ihrer Hilflosigkeit und einfach ein Ausnutzen im Sinn von ihrem Körper, ihrer Würde, allem, was sie eigentlich können. Man nutzt sie aus, ihre Hilflosigkeit, sie haben keine Ausbildung. Das passiert heute noch. Und zwar in unserem Kreis. Es passiert dort, wo Menschen kommen, Migrationspolitik. Wenn man denkt an die Leute, die in die Schweiz kommen, einfach nichts können. Und zuerst einmal
einen Job versprochen bekommen, wo sie nicht einmal wissen, auf was sie sich einlassen. Und dann plötzlich sind sie an einer Bar. Und dann heisst es, du hast Schulden, dann musst du weiterhin arbeiten, musst dich verkaufen, musst deinen Körper verkaufen. Völlige Entwürdigung, das passiert heute in der Schweiz, wahrscheinlich ein paar hundert Meter von deinem Zuhause. Das ist das Problem mit dem Thema Menschenhandel. Die Personen, wie gesagt, werden einfach zu Nutzen, ihre Hilflosigkeit wird zu Nutzen gemacht, wird ausgenutzt und sie werden eingesetzt in Arbeitsfelder, wo sie nicht einmal eine Ahnung haben davon. Die nächste Frage, Tabea, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dass du dich für das einsetzen? Es gibt einfach eine Lösung. Man muss die Ungerechtigkeit zum eigenen machen. Und mir ist etwas passiert, als ich das ganze Thema zum ersten Mal gehört habe, habe ich gemerkt, hey, ich muss dem in die Augen schauen. Ich will einem Opfer in die Augen schauen. Ich will schauen, wen betrifft es überhaupt. Ich bin somit ins Milieu von Zürich gegangen. Ich bin dort an ein Seminar gegangen von einem Ehepaar, das sich dort einsetzt für Randständige, für Prostituierte. Und bin, wie gesagt, einfach so am Samstag haben sie einen Anlass gemacht, wo sie alle haben informiert zu dem Thema Prostitution, Zwangsprostitution in Zürich. Ich hatte meine 6 Wochen alte Tochter in meinem Tragtuch. Ich bin ausgestiegen aus dem Auto, im Milieu, strömender Regen. Auf der anderen Seite war eine Frau. Man hat es ganz klar gesehen, Prostituierte, ihre Brüste sind wirklich aus den Kleidern rausgehangen. Sie hatte aufdunsende Lippen. Ihr Make-up hat sich verschmiert mit dem Regen. Sie ist so ungeschützt, wie man sich es nur vorstellen kann, dort an dieser Ecke gestanden. Ist übergekommen, über die Straße, hat die ganze Zeit nur das Kind angeschaut, das in meinem Tragtuch war, das nur das Köpfchen rausgeschaut hat. Ist zu mir gekommen und hat in gebrochenem Deutsch gefragt, darf ich Tochter küssen? Und ich habe sie so verblüfft angeschaut und zum Glück hat mein Herz sofort reagiert. Ich habe sie in den Arm genommen, ich habe Ja gesagt. Sie hat meine Tochter bemünschelt. Ich sehe heute noch den Lippenstift auf diesem kleinen Köpfchen. Und sie hat gesagt, ich habe 3 Kinder und ich weiss nicht, wo sie sind. Und ich habe sie einfach in den Arm genommen und ich habe gemerkt, da schaue ich einem Opfer direkt in die Augen. Einem Opfer, wo sie, ihr ist alles versprochen worden. Sie hat wirklich den Himmel versprochen bekommen, hat ihre Heimat verlassen, hat den Job da in Zürich, da sage ich jetzt, aber nicht in Tel Aviv, sondern in Zürich angenommen und hat gesagt, ich habe selber Kinder und ich weiß nicht, wo sie sind. Ich schicke ihnen Geld, sie sind mir weggenommen worden. Und ich habe gemerkt, hey, es ist da, das Problem ist da und ich schaue einem Opfer in die Augen. Dieser Moment hat mich so geprägt, der hat mich nicht mehr losgelassen. Ich war so erschüttert und habe dann einfach wie dem Ganzen nachgegangen und gesagt, hey, es muss doch eine Lösung geben. Und je mehr ich darüber geredet habe, desto mehr habe ich gemerkt, es gibt noch andere Leute, die etwas tun wollen, aber wie gelähmt sie, weil sie nicht wissen, was sie machen können. Man ist wie in einer Ohnmacht, fast ein bisschen ausgeliefert, weil man denkt, das Problem ist so riesig. Was kann ich schon nur für jemanden machen? Und wie ich am Anfang gesagt habe, einer Ungerechtigkeit muss man in die Augen schauen. Man muss sie zu eigen machen, damit man überhaupt Schritt wagt, dagegen zu kämpfen. Und das Ganze hat geführt zu einem Team, das sich gebildet hat. Wir haben Sensibilisierungsarbeit geleistet zum Thema Menschenhandel. Wir haben Schulen informiert, das fährt schon auf dem Schulpausenplatz an mit der ganzen Pornografie. All die Nachfrage von Sex, das führt zu dem, dass es überhaupt Menschenhandelsopfer gibt. Dass es überhaupt Zwangsprostitution gibt. Und es fährt oft auf dem Pausenplatz, wie gesagt, an oder in der Stube. In der Stube, wenn man einfach auf den Klick macht, Richtung Pornografie, dann ist man schon drinnen. Und dann will man es plötzlich physisch erleben. Und dann gibt es eben die Opfer, die gezwungen werden, Sachen zu machen, die sie nie in ihrem Leben freiwillig machen würden. Das ist das ganze Problem, das wir bekämpft haben. Ich bin ins Milieu gegangen, ich habe angefangen, Prostituierte zu massieren. Ich bin selber Massagetherapeutin und habe gemerkt, eine Berührung, das tut so viel für die Frauen. Sie werden weich, sie tun plötzlich wieder Seele und Körper zusammen, weil sie sich sehr abgrenzen von allem. Sie sind wie Tischplatten eigentlich ihre Körper, weil sie so derart einen Strich machen.
zwischen Körper, Seele und einfach dem Ganzen, was sie müssen ausharren, die sich sehr oft mit Drogen zudröhnen und so sehen sie wirklich keinen Ausweg. Das ist dann so ein Kreislauf, der einfach runtergeht und sie wissen nicht, wie sie da aussteigen können. Je mehr ich dort in diesem Milieu hat tatkräftig unterstützt, desto mehr habe ich gemerkt, die Frauen, und sie haben es mir selber gesagt mit ihren Worten, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen Jobs. Das Ganze hat dann zu dieser Geschäftsidee geführt von einem Sozialunternehmen. Wir haben gewusst, das Ganze in der Schweiz durchzuführen, das ist etwas überwältigend. Ich glaube, ich werde heute noch studieren. Viele fragen, wieso seid ihr überhaupt nach Tel Aviv gegangen? Wieso überhaupt Israel? Das ist eine andere Geschichte. Das könnt ihr nachlesen in meinem Buch. Das ist auf dem Büchertisch. Das könnt ihr kaufen, was das Ganze an sich wirklich hat, wieso Israel. Aber das Ganze war eine Idee. Eine Idee. Wo ist entstanden durch das, dass ich eben, wie gesagt, handfest eine Lösung wollte bieten für die Frauen, die gesagt haben, wir wollen raus, aber wir haben fehlende Ausbildung, wir haben kein Angebot, Jobangebot, was sollen wir denn sonst schon machen? Mit meinem Mann zusammen haben wir dann das Sozialunternehmen gegründet, Kite Pride. Das ist ein Unternehmen, wo wir Frauen und Männer beschäftigen, aus der Zwangsprostitution, aus Menschenhandel, wo sie rausgerettet wurden, die werden uns vermittelt von israelischen Institutionen, die sie rausholen, wo sie schon bereit sind, um wirklich eine Arbeitsintegration anzupacken. Für das sind wir da. Wir bieten ihnen Jobs. Wir tun aus alten Kitesurfsägeln, aus Yachtsägeln, aus Gleitschirmen, aus alten Neoprenanzügen von Surfern machen wir Taschen und tun so eigentlich ihnen wie eine zweite Chance bieten. Und was ich so liebe an dem Ganzen ist, wir geben nicht nur den Kites und dem ganzen dem Rohmaterial, das wir brauchen. Das ist wie gesagt, das ist gebrauchtes Material. Und wir geben dem wie ein neues Leben. Wie unsere Leute sind so gebraucht worden, sind als Objekt gehandelt worden, als Produkt völlig entwürdigt, weggeschossen. Und dann geben wir die, nehmen wir und wir geben ihnen ein neues Leben und neue Würde. Und sie können bei uns wirklich ein sinnvoller Job, ist eine Art wie eine Ausbildung, die sie bei uns machen und so dann eigentlich den weiteren Schritt wagen in die erste Wirtschaft hinein. Wie gesagt, die werden uns vermittelt von israelischen Institutionen und wir können ihnen so einen Job, einen ersten Job anbieten. Sehr eindrücklich, merci vielmals, Tabea. Jetzt noch die Frage, was können wir praktisch machen, als so durchschnittlicher Schweizer, was könnten wir da helfen? Ganz praktisch, bei Kite Pride kannst du eine Patenschaft eingehen mit einem von unseren Angestellten. Du kannst so Teil werden von ihrer Weiterbildung, von Gesundheitskosten, die obligatorische Krankenkasse nicht deckt. Wir haben zum Beispiel einer eine ganz neue Zähne können machen, weil das ist etwas, was sie völlig vernachlässigen, Zähne und einfach allgemein aussehen. Das haben wir können ermöglichen. Wir tun unsere Sozialarbeiterin, die wirklich da ist für all diese Fragen von wirklich Aufarbeitung, Trauma, Psychologe, was auch immer dass die Leute brauchen, tun wir aus dieser Kasse rausnehmen von so einer Patenschaft. Du kannst also heute kannst du eine Patenschaft abschließen. Mit 30 Franken im Monat bist du dabei. Oder du kannst auch ganz praktisch mein Buch kaufen. Und oder Produkte aus dem Kite Pride Online Shop oder was am Büchertisch da ist, vor Ort. Danke so vielmals für deine Unterstützung. Danke, dass ich ein bisschen Einblick geben in unsere Arbeit, in unser Leben. Und denk daran, wenn du eine Tasche kaufst, wenn du eine Patenschaft abschließen, es ist mehr als nur ein Kauf. Es ist wirklich ein Ermöglichen von einem Arbeitsplatz. Es ist ein Sicherstellen von einem Arbeitsplatz. Es ist eine Ausbildung, die du ihnen gibst, eine Würde. Und das alles von deiner Schweiz aus. Und das ist wirklich einfach das, was mich begeistert. Du kannst Teil werden von der Lösung. Danke vielmals. Merci vielmals, Tabea. Jetzt ist heute Morgen immer hinter deinem Büchertisch und die verschiedenen Artikel. Und die Schwester von Tabea ist da. Und die kann euch Auskunft geben über all die Fragen. Dann haben wir doch noch ein bisschen von ihrer Arbeit hier. Merci vielmals, bist du da. Daniela, ganz herzlichen Dank. Ich war mal zu Spiez an einem Stammtisch und habe ihnen erzählt von der modernen Sklaverei. Und dann hat einer gesagt, ja, du, das ist das älteste Gewerbe, das es gibt.
Und mit dem wollte er es eigentlich bagatellisieren und sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm. Dann ich dachte, doch, das ist immer schlimm. Das war schon immer schlimm, schon jetzt schlimm. Das würde doch eine Frau von sich aus nicht einfach so machen. Sondern es ist irgendetwas schon zerbrochen worden an Intimität, wo vielleicht ein Vater Missbrauch hat gemacht oder ein Bruder oder Verwandte oder eben auf dem Druck von Finanzen. Und das ist etwas, ist da kaputt gegangen. Wenn ich denke, wie sensibel das überhaupt Sexualität auch in einer Ehe ist. Und hier wird einfach etwas so bloßgestellt, da ist etwas völlig pervertiert worden. Und das tut mir ungeheuer weh. Ganz ehrlich. Und eigentlich möchte ich stellvertretend um Vergebung bitten für all die Männer, die diesen Missbrauch machen an Frauen. Das ist so schlimm und das tut mir total leid. Und ich wünschte, es wäre nicht passiert. Und dazu möchte ich euch eine Geschichte erzählen aus der Bibel, die hilft, wie eine Frau, die völlig am Abgrund war als eine Prostituierte, nachher im Reich Gottes völlige Heilung und Wiederherstellung erlebt hat. Und das ist die Prostituierte Rahab, die in Jericho gewohnt hat. Rahab, ihr Name ist ein ägyptischer Name, kommt von dem Gott Ra. Und das war für die Ägypter der grosse Gott. Und jetzt im kanaanitischen Land hätte niemand einen ägyptischen Namen an einer Tochter gegeben, weil das waren die Erzfinder. Man vermutet, dass Rahab mit ihrer Familie aus Ägypten ist geflohen, letztlich als Wirtschaftsflüchtling nach Jericho gekommen, um dort wieder eine neue Niederlassung zu finden. Weil in Ägypten sie nach diesen 10 Plagen ist die ganze Wirtschaft am Boden gewesen. Sämtliche Felder waren vernichtet. Da war Hagel, da haben die Heuschrecken alles zusammen gefressen. Da ist nichts mehr gewachsen. Der ganze Bestand von sämtlichen Tieren ist absolut gestorben. Es hat gar kein Tier mehr gehabt, es hat nichts mehr gehabt, was gewachsen ist. Die ganze Armee ist mit dem Pharao zusammen, mit der ganzen Führungskrew, alle zusammen im Roten Meer, sind dort ertrunken. Jeder erstgeborene Sohn und Tochter ist in diesem Volk gestorben. Und die paar Überlebenden, die noch waren, haben keine Existenzgrundlage gemacht in diesem Ägypten. Und darum haben sie sich in verschiedenen umliegenden Völkern irgendwie niedergelassen. Und ich kann mir vorstellen, wie die Rahab mit ihrer Familie nach Jericho ist gekommen und hat gesucht nach Arbeit. Und könnte mir gut vorstellen, dass sie ausgrenzt haben. Und gesagt, ja, doch, komm, der Ägypter, dass sie uns finden, der geben wir keine Arbeit. Und die Familie hat nachher ein Haus bekommen, gerade direkt beim Eingang vom Stadttor, also bei der Mauer dort, bei der Stadtmauer. Und nachher haben die Eltern und die Familie haben nicht gewusst, wie sie sich ernähren können. Und nachher ihre wunderschöne Tochter gesagt, schau, du bist unsere einzige Chance durch Prostitution. Und dann da sind die Männer von Jericho bei ihr vorbeigegangen, am Eingang zum Tor und so weiter, haben sie verachtet und missbraucht und als das Letzte abgestempelt. Bis eines Tages zwei Männer sind gekommen, die einen riesen Unterschied gemacht haben. Sie hat gemerkt, das ist etwas anderes als vorher. Die zwei haben nicht Sex wollen, sondern die zwei haben Schutz wollen. Sie waren Spionen vom Volk Israel, die Jericho ausgekundschaftet haben. Und dann hat der König das gemerkt, dass da zwei Spionen da sind und ist dann nachher gesprungen mit seinen Soldaten. Und die zwei haben dann Schutz gesucht im Haus von dieser Hure Rahab. Und sie hat sie sofort genommen und hat sie oben auf dem Dach unter Lachstängel, irgendwie so Flachstängel, sie hat sie dort drunter versteckt. Und nachher ist sie aber durchgegangen und hat der Tür nachher gesagt, ja, die sind da gewesen. Aber jetzt sind sie gegangen, springt dann schnell nachher, ihr werdet sie neu holen. Und nachher ist sie hochgegangen zu ihnen und nachher sagt sie etwas ganz Markantes im Josua 2, Vers 9. Rahab sagte, ich weiß, dass der Herr eurem Volk dieses Land geben wird. Wir haben große Angst, jeder hier zittert vor euch. Warum weiss denn Rahab das so genau? Nachher beschreibt sie ja genau im Folgenden, was passiert ist in Ägypten. Sie sagt ja, ich habe in Ägypten gesehen, wie der Gott, euer Gott, wie der die Wunder hat gemacht. Ich habe gesehen, ich habe es miterlebt, wie sich das Meer hat geteilt. Wir haben es gesehen. Es ist kein Gott wie euer Gott. Und wegen der Gott hierher kommt und wir nicht aus eurem Volk anschließt, haben wir keine Überlebenschance. Euer Gott ist der einzige wahre Gott und das ist so eine Wucht, so eine Macht von eurem Gott. Und ich möchte zu eurem Volk gehören. Und sie sagt nachher im Vers 12,
dass sie sagt, so schwört mir nun beim Herrn, weil ich Gnade an euch erwiesen habe, dass auch ihr an meinem Vaters Haus Gnade erweisen werdet. Und gebt mir ein zuverlässiges Zeichen, dass ihr meinen Vater, meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern, samt allem, was zu ihnen gehört, am Leben lasst und unsere Seelen vom Tod retten werdet. Sehr beeindruckend, dass sie so ein sensibles Herz hat und sagt, hey, mein Bruder, meine Schwester, mein Papa, meine Mutter, die alle zusammen sollen gerettet werden. Und es ist ja oft bei Prostituierten, dass sie innerlich ein weiches Herz haben. Wir haben ja früher gerade hier vis-à-vis ist so ein Ort von Prostituierten und meine Frau und die Sekretärin hier sind dann übergegangen, alle zu noch hin, so wie nach dem Geschenk gegeben und so mit ihnen in Kontakt gewesen und sie gesagt, das ist ganz ein sensibles, tiefes Herz in diesen Frauen, die nach außen sich total abgrenzen müssen. Und das war schon bei Rahab. Der Rahab hatte ein tiefes, sensibles Herz. Und nachher hat sie diesen Kundschaftern ermöglicht, dass sie in der Nacht aussen bei der Stadtmauer zum Fenster raus, mit einem roten Seil runter und nachher fliehen. Und nachher hat sie noch gesagt, was soll ich machen, wenn ihr dann kommt? Nein, die hat gesagt, schaut, tu das rote Seil rauslassen und dann sehen wir, dass dein Haus soll beschützt werden soll. Und dann ist der Tag gekommen, wo das Volk Gottes ist um die Stadt umgelaufen. Um 7. Tag ist das Erdbeben gekommen. Ein riesiges Erdbeben, wo sämtliche Häuser und die ganze Stadtmauer in Jericho zusammengefallen. Und eine Frau ist in ihrer Wohnung drin. Und sie weiss, ich habe mich angeschlossen dem Gott Israels. Der wird machen, trotz dem Erdbeben, mein Haus wird bleiben bestehen. Und sie hat die ganze Verwandtschaft in diesem Haus gehabt und hat gewusst, mein Gott, das ist der Gott der Hebräer und ich würde erleben, wie Gott mich beschützt. Und sie ist da innen und das einzige Haus, wo es bleiben stehen, ist das Haus von Rahab. Nachher kommen sie her, die Soldaten, und sagen, komm mit deiner Familie. Und haben sie nachher außerhalb vom Lager haben sie ihnen eine Möglichkeit gegeben. Und ich sehe, schau, wir euch versorgen und so, weil Gott hat ganz deutlich gesagt, dass alle Immigranten beim Volk Israel müssen versorgt werden, dass sie einen Job müssen bekommen und dass sie sollen integriert werden ins Volk Gottes. Die gleichen Rechte bekommen. Und Gott sagt ganz deutlich im 5. Mose 22, Prostitution ist im Volk Gottes verboten. Es ist nicht erlaubt. Jegliche sexuelle Aktivität außerhalb der Ehe hat Todesstrafe verdient. Jetzt hat Rahab gewusst, hier bin ich in einem safe place. Hier bin ich beschützt. Das Volk lässt keine Hurerei zu. Das gibt es gar nicht. Dann hat sie gemerkt, ach, jetzt bin ich hier integriert in diesem Volk. Und nachher später kommt sie nach Bethlehem. Weil Bethlehem ist die Stadt, die man aufbaut. Und wir lesen im 1. Chroniken, im 2. Kapitel, Vers 51, Salomon war der Gründer von Bethlehem. Er war der Regierungschef in Bethlehem, er war gleichzeitig der Bauherr von Bethlehem. Und er hat die Stadt aufgebaut und für das jetzt Arbeiter gebraucht. Und die ganze Familie von der Rahab hat Arbeiter bekommen. Und ich kann mir vorstellen, wie Rahab dort vielleicht als Innendekorateurin oder so irgendwie hat vielleicht Stoffe gemacht oder Vorhänge oder irgendetwas. Auf jeden Fall hat der Salomon all die Frauen beobachtet. Er war nur Single. Und er denkt, welche Frau möchte heiraten? Und er sieht, dass keine einzige Frau an das herkommt von Rahab. Weil Rahab war außerordentlich freundlich, sagt uns die Bibel. Die Rahab hatte einen außerordentlichen Glauben, wie sonst keine Frau in Israel hatte. Weil diese Frau hat noch genau gewusst, wie Gott hat gewirkt hat in Ägypten. Das ist die Frau, die die Wunder hat gesehen. Die Frau hat gesehen, der Gott. Das hat niemand in Israel so wahrgenommen wie die Rahab. Er hat gesagt, der Gott ist der richtige Gott. Und dann schaut der Salomon und sagt, das ist keine Frau wie die. Und der Salomon heiratet die Rahab. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass ein paar andere Singles, Frauen da in Bethlehem denken, oh, hey, ich war eigentlich auch etwas gewesen. Wie kommst du darauf, eine Immigrantin, auf eine Ausländerin und nachher erst noch eine Ex-Prostituierte zu heiraten? Geht es eigentlich noch? Das zeigt uns etwas. Schau, Gott schaut nicht nur auf
zu wem wir gehören und so, sondern er schaut auf unser Herz. Was da innen ist, das tut Gott wertschätzen. Und jetzt in der Bibel kommt ja Rahab mehrmals vor. Und ich möchte noch eine Stelle erwähnen, im Hebräer 11, Vers 31. Da heißt es, weil die Prostituierte Rahab Gott vertraute und Israels Kundschafter freundlich, seht ihr, das ist ihre Eigenschaft, freundlich aufnahm. Das war ihr Wesenszug. Wurde sie nicht getötet, wie alle anderen Bewohner von Jericho, die sich Gottes Willen widersetzt hatten. Zwei Eigenschaften waren bei dieser Frau. Das ist Glaube und Freundlichkeit, die die Bibel auszeichnet. Ein guter Charakter. Und jetzt ist interessant, Jakobus war ja der grosse Apostel, der einen Brief geschrieben hat. Und in seinem Jakobusbrief schreibt er, der Glaube ohne etwas zu tun ist tot. Und nachher überlegt er, wer gibt es im Alten Testament, wo das brillant hat gelebt. Unter all diesen Leuten kommt ihm der Rahab in Sinn. Jakobus 2, 25 lesen wir, auch die Prostituierte Rahab ist ein Beispiel dafür, wie ein Mensch durch sein Handeln bei Gott Anerkennung findet. Sie versteckte die Kundschafter der Israeliten bei sich und ermöglichte ihnen auf einem sicheren Weg die Flucht. Sie ist ein Risiko gegangen. Wenn sie die hat aufgenommen in ihrem Haus und beschützt hat, wenn das rauskommen will, hätte das für sie den Tod bedeutet. Sie geht das Risiko ein im Glauben und sie merkt, das ist eigentlich das Volk, das ich haben möchte. Das sind genau die Leute. Und sie ist dort in Bethlehem, hat nachher den Salmon geheiratet und dann irgendeinmal hat sie das Baby bekommen. Und wir lesen im Geschlechtsregister in Matthäus 1, im Vers 5, Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Salmon zeugte Boas mit der Rahab. Boas zeugte Obed mit der Ruth. Obed zeugte Isai und Isai zeugte König David. Jetzt kommt Rahab genau in die Verheißungslinie von Gott. Das heisst, sie wird Teilhaber vom Segen Abrahams, Isaaks und Jakobs als jemand ganz fremd. Jemand, der völlig am Rand war vom Leben, den man nicht brauchen konnte. Man sieht, das ist die Letzte von der Letzten. Die kommt rein und sie wird hier im Reich Gottes eingesetzt als eine, die unter die Segenslinie kommt. Und was schon noch interessant ist, im Hebräer 11, den wir vorhin gerade erwähnt haben, dass ja 16, die 16 grössten Glaubenshelden im Alten Testament erwähnt. Das heisst, in einer Zeitspanne von 2000 Jahren, wo x Millionen Leute gelebt haben, hat Gott nur 16 genommen und die 16 sind die grössten Glaubenshelden. Und unter den Top 10 wird Rahab erwähnt. Und jetzt heisst sie, dass durch ihre Nachkommenschaft bis zum König David ist gekommen. Und wenn die, wo sie der Boas in den Armen kam, wenn die hätte gewusst, dass durch sie 15 gottesfürchtige grosse Könige im Alten Testament würden hervorgehen, die mit Gott gelebt haben. 15, die voll leidenschaftlich mit Gott gelebt haben. Wenn sie hätte gewusst, dass von diesem Boas in den Nachkommen, dass sie die Mutter wird von 8 Propheten, die Priester waren im Alten Testament, wo wir 8 Bücher haben in der Bibel. Und nachher haben wir noch die Prophetin Hulda, wo ihre Ur-Ur-Ur-Grossmutter eine Prostituierte war. Wenn wir den Hesekiel haben, der grosse Prophet, wo die Ur-Ur-Ur-Grossmutter eine Prostituierte war. Und wenn es weitergeht, dort in Bethlehem, sie hat in Bethlehem gelebt. Und 1500 Jahre später, in Bethlehem, hat Maria ein Baby in ihren Armen und legt es in die Krippe in Windeln gewickelt. Und es ist der Sohn vom lebendigen Gott. Wenn sie gewusst hätte, dass meine Ur-Ur-Ur-Ur-Enkel, dass von denen der grösste König, den es jemals gibt im gesamten Universum, stammt von mir ab. Und Jesus tut sich nicht schämen, zu sagen, in meiner Erblinie war Ur-Ur-Grossmutter eine Prostituierte. Ein Fremdling. Und Ruth von Boas, die Frau, war ebenso ein Fremdling aus Moab. Könnte ich sagen, da passt die Haufen nicht. Und schau, im Volk Gottes war es eigentlich nicht erlaubt, Ausländerinnen zu heiraten. Das hat auch noch zu tun, dass manchmal gewisses rebellisches Gott gleich noch brauchen kann.
Wie das heisst, dass sogar ein Boas oder eben auch ein Salomon hat gesagt, ich schaue mehr auf den Charakter eines Menschen. Und ich will das, was Gott in deinen Geleiten glauben und Gott bestätigt und sagt, das sind die ganz grossen Helden. Jetzt stell dir mal vor, jemand, der völlig am Rand raus war, nimmt Jesus und sagt, ich setze sie mit rein unter die Top 10 der ganz grossen Glaubenshelden. Und vielleicht denkst du in deinem Leben, schau, es ist manchmal nicht so gut gelaufen. Es ist manchmal vielleicht auch falsch gelaufen. Und schau, es ist so bei den Prostituierten, es ist so, dass irgendwann fängt es mit einem Missbrauch an. Und dann plötzlich denken sie, es spielt ja sowieso keine Rolle mehr. Und dann sind die Schuldgefühle so viel gross, dass man denkt, jetzt kann ich weiterfahren. Genau gleich ist jemand, der Pornografie anschaut. Dann fährt er mal an und dann denkt er, ja, jetzt spielt es ja sowieso keine Rolle mehr. Und das grosse Problem ist hier innen die Schuldgefühle. Du hast Schuldgefühl und der Ankläger der Brüder, der Satan, sagt die ganze Zeit, hey, du bist sowieso dreckig, du bist sowieso schmutzig und so weiter, das hat gar keinen Sinn. Aber das Beispiel zeigt uns von Rahab, wie Gott jemanden nimmt total im Schmutz und sagt, hey, das ist nicht die Bestimmung von deinem Leben, sondern die Bestimmung von deinem Leben ist im Reich von Gott sein. Eine Heilige, die sättigen Einfluss hat auf ganze Generationen bis zu uns. Und schau, Gott kann alle holen. Und vielleicht merkst du in dir innen, hey, das sind Sachen, die ich heute loslassen darf. Und kann sagen, bei diesem Volk Gottes ist Neues. Und vielleicht kennst du den Jesus auch noch gar nicht persönlich. Und es ist heute ein Tag, wo du den Jesus ins Leben einladen kannst. Weil Jesus ist am Kreuz gestorben für all die Sünden. Für Pornografie, für all das Zeug ist er gestorben. Für alles, was jemals passiert ist, auch Missbrauch. Das hat er am Kreuz getragen und ist gestorben. Er hat gewusst, wo Jesus am Kreuz ist gestorben, hat er gewusst, ich trage nicht nur die Sünde von den Menschen, die da sind, sondern ich trage auch die Sünde von meiner Urgroßmutter, von der Prostituierten Rahab. Und weißt du was, er hat nicht nur diese Sünde tragen, sondern deine Sünde und jede Sünde. Und er ist am Kreuz gestorben. Und das zeigt das Herz von unserem Gott. Und er da ist mit offenen Armen und sagt, herzlich willkommen. Im Club von denen, die zerbrochen sind. Herzlich willkommen im Reich, wo die sind, die es selber nicht geschafft haben, aber die Barmherzigkeit und Gnade brauchen von diesem Gott. Und vielleicht möchtest du heute in das Reich von diesem Gott kommen und sagen, hey, ich will diesem Gott glauben, ich will das Alte loslassen. Dann kannst du das in einem ganz einfachen Gebet beten, das ich dir gerne möchte vorbeten. Wir werden still zum Gebet. Du kannst zum Beispiel beten, Herr Jesus, ich komme zu dir. Herr Jesus, ich komme zu dir. Bitte Jesus, vergib mir all meine Sünden. Bitte Jesus, vergib mir all meine Sünden. Wisch du mich rein mit deinem Blut. Wisch du mich rein mit deinem Blut. Und ich bitte dich, Jesus, komm du in mein Herz. Bitte Jesus, komm in mein Herz. Bist du mein Herr und mein Gott. Bist du mein Herr und mein Gott. Und ich glaube an dich. Und ich glaube an dich. Jesus, du weißt, jede Person, die das jetzt gebetet hat, und ich bitte dich, komm mit deinem guten, heiligen Geist und reinige das Herz mit deinem Blut, egal was passiert ist. Du sagst auch, wenn unsere Sünde gleich blutrot ist, wischst du rein wie Schnee. Und so ob sie nie weg sind. Und ich bitte, Jesus, komm du mit deinem heiligen Geist und erfüll das Herz mit deinem Frieden, mit deinem Freude, mit deiner Kraft und mit deinem Glauben, wie ein Rahab hatte. Danke, Jesus. Ich habe noch zum Finden, ich möchte auch noch für Sachen beten, die manchmal einfach uns verunreinigen können. Manchmal Sachen, die uns anklagen können. Die uns wie Nitzig ziehen können. Wo du merkst, hey, ich will so einen Glauben wie Rahab. Ich will so einen Glauben wie die. Und ich will das andere loslassen. Dann könntest du vielleicht jetzt noch aufstehen, wir singen auch miteinander das Lied. Und er möchte im Glauben noch für das beten, dass du den Glauben empfängst von dieser Rahab und andere Sachen kannst loslassen. Wir singen dann miteinander das Lied, dürfen gerne aufstehen. Herr Jesus, und in deiner Autorität komme ich an gegen das, was der Teufel macht. Der Teufel, der Leute versuchen, in der Versuchung nachher in Sünde führt und in Sünde nachher anklagt. Das ist eindeutig der Satan. Und ich sage im Namen Jesu, gegen die Macht der Finsternis komme ich an.
Herr Jesus, wir bitten dich um Vergebung von unseren Sünden. Bitte reinige uns mit deinem Blut und vergib uns alles, was wir nicht gut gemacht haben. In Jesu Namen. Und ich bitte dich, reinige uns. Und jetzt komme ich an gegen den Teufel von Anklage. Selbstanklage. Selbst wenn du betroffen bist, ob Opfer oder Täter, ich komme an gegen den Geist von Anklage im Namen Jesu. Die Bibel sagt, so gibt es nun keine Anklage mehr für die, die in Jesus Christus sind. Und ich sage, durch das Blut von Jesus gibt es keine Ankläger mehr. Du kannst hier heute frei rausgehen. Du bist nicht hergekommen, um jetzt angeklagt zu werden durch die Predigt, sondern du kannst sagen, Jesus, der Sohn Gottes, macht mich frei und hat mich jetzt frei gemacht, für immer. Und ich sage, ihr seid gereinigt durch das Blut von Jesus und besprengt mit dem Blut von Jesus. Und ihr könnt heimgehen. Als ein freies Volk, wo durch das Blut von Jesus frei sind. Wow. Ich spüre, wie der Geist Gottes Neues macht. Und ich spüre die Autorität von Jesus, als er am Kreuz ist gestorben und hat ausgerufen, es ist vollbracht. Und ich sage, es ist vollbracht für dich. In Jesu Namen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen die Macht der Finsternis. Und ich sage, jetzt ist Feierabend, Teufel. Und wir sagen, wir sind gereinigt durch das Blut von Jesus. Wow. Da kommt so eine reinigende Kraft durch das Blut von Jesus. Wow. Nimm das an. Du bist rein durch das Blut von Jesus, als ob du nie hättest gesündigt. Das ist der König. Der König hatte eine Ururgroßmutter gehabt. Für die ist er ins Kreuz gegangen. Der König hat mit dir, wo ihn glaubst, Brüder und Schwestern, die frei sind durch das Blut von Jesus Christus. Und das gilt für immer und ewig. Es ist so eine reinigende Kraft da. Und jetzt, wenn wir das Lied singen, nehmen wir das so in Anspruch. Es ist Freiheit in Jesus Christus. Und keine Anklage mehr. Amen.